Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Tiny Troopers. Als erstes möchte ich mich erstmal für die Daumen bedanken und natürlich für die Kommentare in dem ersten Video. Ja, kam ja wohl doch ganz nett an. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall mit drei neuen Soldaten, Chris, T-Bone und Leo, die nächste Mission, Babysitting, normal machen. Ich habe, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen zu sehr auf die VIPs geachtet, statt auf die Lebenspunkte. Und das möchte ich jetzt natürlich ändern. Was gibt es noch zu sagen? Dieses Let's Play wird nicht lange gehen. Ich habe nachgelesen, es gibt 30 Level. Wir sind jetzt in Level 3? 3, ja. Fangen wir einfach mal an. Wir werden auch keine besonderen Sachen mitnehmen. Wie in der letzten Folge hatten wir ja den Grenadier dabei. Den können wir uns aktuell nicht leisten. Auch hier können wir uns nichts leisten, also zack. Ja, und ich habe natürlich auch im Part 1 unter diesen Missionen Musik unterlegt von YouTube. Alleine aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, das wäre ja sonst viel zu leise. Yeah. So. Wir werden dieses Huhn dieses Mal nicht angreifen. So, gucken wir mal, was hier Schönes ist. Tschüss. Ne, da geht's nicht weiter. Wir wollten gucken, ob hier irgendwas Schönes ist. Da ist auch nichts. So. Weg mit dir. Ja, die machen ja schon Fotos. So, dann haben wir die auch erledigt. Na schön. Einer weg. Ach, da ist noch einer. Den hab ich wieder nicht gesehen. Boah, Schwein gehabt. So, Granaten haben wir keine, dass wir ja mal irgendwas wegspringen können. So ein bisschen. So. Gut, haben wir uns wieder geheilt. Da oben ist ein Abzeichen, das holen wir uns noch. Boah, ihr Schweine! Lauf, Forest! Das sieht man so richtig schlecht. Wo sind die Journalisten? Da unten. So, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Dass wir die einholen. Sie dürfen nämlich nicht sterben. Nee. Komm, 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 komm. Ach, gut. So. Zwei Soldaten haben, die Einsoldaten haben wir verloren. Hier ist das nichts weiter. Ich hoffe, wir kriegen einen dritten Soldaten hinzu. Ja, Chris und T-Bone sind gestiegen. Leo hat leider verkackt. Keinen neuen Soldaten kriegen wir. Black Hawk Down, dein Hubschrauber wurde abgeschossen. Die gute Nachricht ist, du lebst noch. Die schlechte Nachricht ist, dass du in den feindlichen Gebieten gelandet bist und die Feinde von allen Seiten näher kommen. Zum Glück hast du einen Spezialisten an deiner Seite. Echt? Habe ich das? So, jetzt könnten wir uns hier Ausbildung, wähle ein Ausbildungspaket aus dem linken Menü. Die Ausbildung wird dauerhaft die Eigenschaften deiner Soldaten verbessern. Bootcamp rekrutiert, die Rekrutstufe Gefreiter, Trefferpunkte 5%, Feuerrate 5%, schaltet Infanterieausbildung frei. Haben wir. So. Wieso kann ich das so einmachen? Naja. Und wir werden uns trotzdem. Ah, das können wir noch gar nicht. Ich will. Nach 7 Missionen. Ich werde trotzdem einen dritten Mann dazu holen. Was auch nicht geht. Obwohl ich eigentlich genug Marken habe, warum nicht? Infanterieausbildung. Schussweite 5% erhöht. Fallrate von Gegenständen 5%. Schalte Marineausbilder frei. Auch das geht nicht. Weil wir keine Münzen haben. Ach so. Ja. Missionsgegenstände. Wähle. Was macht das hier? Erhöhte Schussweite auf für die Dauer der nächsten Mission. Trefferpunkte erhöht. Nehmen wir. Und dann würde ich mal sagen, legen wir los. Mal gucken, was da passiert. Da ist unser Blackhawk.
überlebe. Zu zweit. Kipp doch um. Irgendwo werden wir beschossen. Oder oben. Kipp doch einfach um. Oh, gibt's hier irgendwo was zu heilen? Natürlich nicht. Wie lange müssen wir das hier machen? Oh oh. Bumm. So. Ah, da ist was zum Looten. Nehmen wir auch hier noch mit. So. Komm, kipp um. Ah, wo schieß ich denn hin? Oh Mann, ist das mies. Heil mich doch irgendwas. Ah, super. Wieder einen verloren. Nee. Das war bitter. Naja, der beste Player bin ich anscheinend nicht. So, Chris T-Bone und Magic, die haben wir jetzt. Rock and Roll. Als Teil einer größeren Offensive soll deine Truppe alle feindlichen Kräfte in diesem Gebiet angreifen und vernichten. Versuche Mega-Todeswaffen MTWS zu finden und mache sie unschädlich. MTWS bedeuten viele Befehlspunkte. Ja. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Ist auch noch nicht frei. Erst ab der 7. Mission. Und den könnten wir dazu holen, aber wir gucken, haben wir hier irgendwas? Nee, noch nicht. Wir nehmen einen 4. Mann dazu, mehr Feuerkraft. Ja. Gut. Ja, Chris ist schon mal weiter. Das ist nicht Chris Gold, glaube ich. Von der Statur her, ich glaube, Chris Gold ist größer. Fangen wir mal an. So, was haben wir hier Schönes? Ja, lass uns schön runter. Gucken wir erstmal hier. Wisst ihr was? Das dauert aber, bis sie mal loslaufen. Haben wir irgendwo groß verloren? Ah, der letzte Mann hat schon wieder. Ja, der letzte Mann, müssen wir ein bisschen gucken, wie wir am besten laufen. Da es ansonsten halt immer. Problem ist, dass der auf jeden Fall stirbt. Das heißt, wir müssen eher loslaufen. Hundemarken haben wir auch. Ist hier noch was? Nein. Greift das an? Nee, das ist ein Passant. Hier, nee, heißt das hier? Nicht Passant, sondern. Ach! Na, wie heißt es denn? Ah, Zivilist! Haben wir auch. So, geht mal schön nach Hause. So, guck mal. Tschüss. So, haben wir hier oben noch einen? Einmal Grenades. Haben wir den auch erledigt? Da oben ist eine Bazooka. Zählt das eigentlich für alle? Na super, da kommen wir nicht durch. Naja, gut.
Na komm. Fall rum. Ja, Hammer. Na ja, gut. Fall doch um. Schieß mal einen Baum kaputt. Wir sind noch zu zweit. Aber ich werde auf jeden Fall nicht in das Grüne laufen, wenn es gleich mal kommen sollte. Weil ich möchte auf jeden Fall hier alles abgrasen. Weil wir brauchen Cash in der Tash. Deswegen gehe ich hier nochmal hier unten hin. Nicht, dass ich normal hinlaufen muss von ganz oben. Das sieht aber ziemlich safe aus, der Helikopter. Ja, holen wir uns das Medi-Kram. Ach du Scheiße, keine Granaten mehr. Nimm das erstmal mit. Gut. Aber wir gehen noch nicht hier raus. So. Aber das war. Ich bände noch nicht. Weil hier gibt es noch was zum Looten. Das will ich auch mitnehmen. So, hier oben ist noch was zum Heilen. Aber ich suche noch die Medaille. So, haben wir oben nochmal. So, guck mal, was hier links noch ist. Aber sieht's aus, als wenn hier niemand mehr ist. Von hier oben könnte noch. Da ist er doch. Wow, hab ich fast reingelaufen. So, dann gehen wir da mal hin. Und hier unten ist noch was. Auch das nehmen wir mit. Aber wieder drei Soldaten verloren. Mann, Mann, Mann. Na gut. Ne, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir zurück. Ja, ansonsten. Könnt ihr ja mal wieder ein paar Däumchen da lassen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt hier nicht. Ob es euch gefällt oder nicht. Würde mich sehr freuen. Und natürlich auch in die Kommentare tickern, was ihr über meinen Spielstil denkt oder wie ihr das Spiel allgemein findet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich laufe jetzt hier noch zum Safe Point. Da ist er. Obwohl, war da rechts noch was? Ich gucke nochmal vorsichtshalber. Tipp, 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 tipp. Hier unten vielleicht. Nee. Da unten vielleicht. Man muss ja immer gucken, dass man immer alles mitnimmt in solchen Spielen. Da ist noch was, seht ihr? Sonst hätte ich das schon übersehen. Ein paar Hundemärkchen. Und ja, dann gehen wir jetzt hier aus diesem Level raus. Wie gesagt, lasst was Schönes für mich da. Ich würde mich freuen. Und mit den Bildern der Highscore verabschiede ich mich. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Tiny Troopers wieder. Ciao, ciao.